Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie, hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich wollte noch mal gucken gehen. Ich habe zwar schon viele Pilze, ich werde mich auch sehr beschränken heute. Weil ich werde nicht alles mitnehmen. Ich werde mir ein paar Pilze für heute Mittag mitnehmen und das war's. Und den Rest, das werden Fotomodelle für diesen Film. Ja, also in diesem Sinne, trüff, trüff. Tschüss. Ja, ich denke, gestern waren Horden von Menschen im Wald. Ja, dieses Wochenende, sage ich mal, ne, viel wird nicht mehr da sein. Nur das, was die Leute vielleicht nicht kennen. Und wird dann also hier auf den Film zu sehen sein. Gucken wir mal, was wir finden. Ja, wenn man hier so an den Ufern vorbeigeht, nicht, dann kann man auch schon mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht sieht man welche. Ja, es ist schon traurig zu sehen, was so der Borkenkäfer alles übrig gelassen hat. Ja, Laubbäume, aber kaum noch irgendwelche Fichten. Auch da hinten noch ein paar Leichen, das war's. Also wenn ich jetzt wirklich Pilze bräuchte, dann müsste ich hier durch dieses Dickicht. Aber wie gesagt, ich nehme nur das mit, was ich zufällig finde. Oh, wie schön, hier direkt am Weg. Schlumpfhausen aus Fliegenpilzen. Ja, und wie wir wissen, sind Fliegenpilze ja Steinpilzzeiger. Also dürften hier auch Steinpilze stehen. Aber wie gesagt, ich will hier nicht mit aller Gewalt durch, weil ich hier schon genug Pilze habe. Hier steht eine Kolonie rehbrauner Lacktrichterlinge. Ja, wir kennen alle den Violetten. Und hier stehen die rehbraunen. Ja, es ist so ein richtiger, lurkig warmer Wind. Aber hier wollen wir doch mal gucken. Aufgeforstet haben sie hier schon. Das lässt ja zu hoffen. Ja, hier stehen ein paar Moronen. Da hinten auch noch einer, den man mitnehmen kann. Ja, ich bin jetzt mal wieder von einer ganz anderen Ecke in meinen Pilzewald, in mein Steinpilzwäldchen reingedrungen. Mal gucken, ob sich da was getan hat oder ob hier auch jetzt am Wochenende, an dem verlängerten Wochenende, Horden von Pilzsammlern durchgegangen sind. Ja, hier steht ein lila Dickfuß, ein Cortinarius. Ja, der ist giftig. Lassen wir hier. Ja, hier kommen noch ein paar kleine Steinpilze raus. Hier einer. Und da vorne einer. Naja, nehme ich noch mit. Da vorne wächst sogar noch eine kleine Marone. Ja, hier finde ich auch noch einen schönen Steinpilz. Ja, hier ist auch noch ein Steinpilz. Oh, was für ein schönen, ne? Ja, gehen wir mal langsam durch. Also, es sind wieder welche nachgekommen. Die sollte man auch mitnehmen. Da steht eine Marone. Mal gucken, ob die noch gut ist. Dann haben wir hier um die Bäume rum. Und dann von hier ran. Da ist er. Ja. Die ist gut. Ja, auch hier noch Steinpilze. Da auch noch einer. Der hat zu wenig Licht abgekriegt. Hier haben wir einen Pfifferröhrling. Aber der ist schon durch. Ich wollte dir nur mal zeigen. Ja, wie der aussieht. Den kann man gut als Würzpilz benutzen, also anstatt Pfeffer. Ja, also es gibt immer noch Pilze im gleichen Wald. Ich sehe ja überall welche stehen, die nachgewachsen sind, seitdem Marco und ich hier waren bei unserem Film 200.
Auch wieder. Da wieder eine. Ja, und wieder ein paar Maröhnchen. Nimmt man ja gerne mit, ne? Hier ist auch wieder eine. Mit Schnecke. Ja, die Steinpilze kommen noch mit Macht. Oh, eine Waldschabe darunter. Komm weg. Ja, also es ist immer noch was vorhanden hier. Ich gehe jetzt langsam durch den Wald und finde immer noch Maronen und Steinpilze, die also in der Zeit nachgewachsen sind. Dass hier Leute waren, sehe ich nicht. Also außer wir sehe ich nicht, dass hier noch Leute waren. Ja, gucken wir mal. Hier ist der Waldrand. Ja, ja, das ist ja ein Fotomodell hier. Ja, und hier auch noch eine. Und links daneben sehe ich auch noch einen. Hier stehen drei Stück. Allein der hier ist ja schon eine Mahlzeit. Aber wie gesagt, ich nehme sie trotzdem mit. Ja, und hier auch noch eine. Boah. Was schön, ne? Ja, der landet auch wieder hier, wo ihn gehört. Ja, ich habe mir jetzt doch noch ein paar mitgenommen. Für eine Bratpilzpfanne. Ja, also es sind immer noch Pilze da. Es kommen immer welche hoch. Hier vorne stehen auch wieder welche. Ja, also ich glaube, das geht noch eine Weile so, weil es kommen immer noch kleine hoch. Und wenn man hier 3-4 Mal durchgelaufen ist und alle 2 Tage wiederkommt, dann findet man auch Pilze. Das ist so. Ja, da nehme ich besser das Messer. Die habe ich schon vermisst. Hallimasch. Aber wie gesagt, ich habe Steinpilze, bleiben die drin. Man kann am Pflücken bleiben. Wieder 2. Naja, die Mahlzeit ist voll, glaube ich. Hier stehen noch 2 Birkenpilze. Ja, die sind auch noch gut. Ja, nur wer bereit ist, die Asthma-Hügel zu erklimmen, der wird auch einen Korb voll Pilze bekommen. Ist nun mal so. Ich kann mir auch vorstellen, dass da hinten dieser Wald voller Steinpilze steht. Aber ich habe genug. So, dann haben wir fertig. Ich habe genug Pilze gefunden. Und ich würde sagen, trüff, trüff, bis zum nächsten Male. Euer Charlie.